Ein Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, die Tyrannei von König Washington, Episode 3, die Vergeltung. Ja, ich weiß, blöder Cut beim letzten Mal, aber der Part ging einfach schon zu lange. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Und dezimieren erstmal deren Schiff. So, erstmal in Deckung gehen. Sonst treffen die uns. Boah, und das ist ein ganz schön großes Schiff. So. Gut. Oh, die haben viele Kanonen. So. So. Oh oh, wir werden seitlich gerammt. Bitter. Oh, scheiße. So. Oh, scheiße. Wow. So. Wieder in Deckung gehen. Wir dürfen halt keine Kanonen verlieren, das wäre echt schlecht. So, das erste Schiff haben wir. Ah, da treffen haben sie uns eh nicht getroffen, wegen dem Meer. Das war mir aber schon klar. Oh, scheiße von... Ah, wir werden von allen Seiten eingekreist. Nein, die haben gesagt, Kanonen beschädigt. Das ist schlecht. Jawohl, das Schiff haben wir auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Und Feuer! Ja, und damit können wir jetzt den wunden Punkt treffen. Da ist es direkt kaputt. Aber ihr seht schon, warum ich den letzten Part beendet habe. Das dauert ja hier schon ziemlich. Wird aber lustig, wenn man in Deckung geht, dass dann auch die Kugel nicht treffen. Nein, scheiße. Oh oh, unser Schiff ist ziemlich angeschlagen. Oh, scheiße. Die Kanonen sind außer Gefecht. Wir können nicht mehr schießen. Wir werden sie rammen müssen. Sie rammen! Volles Segel setzen, Mr. Faulkner, und dann runter vom Schiff. Du auch, Kanedokon. Ich sehe euch dann am Ufer. Volles Segel, Jungs! Alles klar. Ach, die sollen jetzt das, die ganzen Weg schwimmen, oder was? Okay. Da liegt aber noch ein toter Typ. Naja, super. Ein paar mehr auch noch. So. Kommt nur her. Oh, ich stelle mir das gerade wie so ein Himmelsfahrtskommando vor. Wenn man einfach nur in irgendwas reinfährt. Ja, aber die Seeschlangen sind schon geil. Hauptsache das Ram hat das Schiff zerstört. So, dann kommt mal her. Oh, Alter, sind das viele Kanonen. Tja. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ja, und keine Sache geschafft, naja. Was soll's. In so Klamotten zu schwimmen, erscheint mir schwierig. Gott sei Dank. Ah,
Mann, New York sieht echt scheiße aus. Das ist ein Anblick. Lasst mich in Ruhe. Ich werde eure Macht nicht wieder verfallen. Kein Grund zur Sorge. Autsch. Und finde ihn. Ja, eure Hoheit. Schade. Jetzt ist er wirklich tot. Okay, gut. Himmelsweltreise, die nächste. Ja klar, gibt ja noch eine dritte. Habe ich mir schon gedacht. Er wollte anscheinend seine Tat wieder gut machen. Er rettete mein Leben. Und beinahe tötete er Washington. Dazu braucht es mehr als ein Tomahawk. Es erfordert enorme Kraft. Wir haben das hier. Nutzlos. Sei doch kein Narr. Dieses Ding öffnet nur Türen. Was tust du denn? Die Tiergeister wissen Dinge, die wir nicht wissen. Wenn ich zu ihnen reise, lehren sie mich vielleicht. Geht es dir gut? Halte Wache! Okay, gut. Ja, der Zero hat mir auch schon gesagt, was für ein Tiergeist das werden wird. Ich sag's euch jetzt natürlich noch nicht. Ich weiß nicht, was man da machen muss, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein neues geben wird. Wir haben ja... Warum bist du hierher zurückgekehrt? Wir haben ja durch den Wolf sowas zum Gesicht zur Markierung bekommen. Ich weine um dich, mein Wolf. Und dann am Körper noch... Was durch den Adler. Ich denke mal, wir kriegen nochmal neue Markierungen. Siehst du denn nicht, dass du verloren bist? Nein, sehe ich nicht, Mutter. Du bist immer noch am Nörgeln. Du hast mich hier widersetzt. Meinen letzten Wunsch ignoriert. Ja, aber wenn wir den stürzen wollen, dann muss das leider sein. Ich kann dir nicht vergeben, mein Sohn. Bitte schön, dann vergib mir halt nicht. Alter, wieso habe ich hier nur 22 FPS gerade? Entferne Speere. Wie mache ich das denn? Und ich habe echt nur krasse 22 FPS. Ist doch Wahnsinn. Cool, ich kletter einen Bärenfell hoch. Nicht den Boden berühren. Hatte ich nicht vor. So. Nächsten Speer entfernen. So, wo geht's jetzt entlang? Zum nächsten. So.
Auf nach da. Nach da. So, und den dritten Speer entfernen. So. Jetzt fehlt nur noch der letzte Speer. Und nein, oh, war das knapp. Ui, fast hätten wir es nicht geschafft. Das verschwindet ja nach einer Zeit. Das war krass knapp. So. Und den auch noch entfernen. Jawohl. Und Optellas Missionsziel geschafft. Ein Bär also. Wo kriege ich jetzt meine Tätowierungen? Habe ich jetzt andere im Gesicht oder? Du bist meiner Macht nicht gewachsen. Ich bin die Freiheit selbst. Okay, gut. Eine neue Kraft also. Dieses Mal werde ich sicher gehen. Ach, das ist so eine Druckwelle. Kein Schaden durch Washingtons Wachen allein. Ein paar Fühle. Oh, sind das viele. So, geschafft. Himmelsweltreise, jawohl. Mission beendet. Beide optionalen Ziele geschafft, meine lieben Freunde. Du hattest einen Fieberschub. Was ist mit deinen Augen? Naja, die sehen anders aus, genau. Wir müssen uns trennen, um Jefferson und die Rebellion aufzuspüren. Nun gut. Alles klar, meine lieben Freunde. So sehen unsere Augen echt so krass anders aus. Ja, so schwarz und dann so ganz blau. Krass, sieht auch cool aus. Naja, Leute, okay, gut, dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.